Ich wollte eigentlich nur meine Fenster putzen und was dann herausgekommen ist, das ist einfach mitteilenswert. Ganz einfach mal gesagt mitteilenswert. Es ist etwas, wo ich persönlich so viel Potenzial darin sehe, in so viele Menschen, in so vielen Menschen etwas hervorzuholen, wodurch sie selber sich dann in einer unglaublichen Art und Weise entwickeln können, dass das Video heute ein richtig, richtig boostendes Video für die meisten von euch sein könnte. Also ich habe angefangen Fenster zu putzen und letztlich ist es dann so weit gekommen, dass ich meine gesamte Wohnung geputzt habe. Und jeder, der mich kennt, der weiß, ich bin schon, was Ordnung angeht, das ist mir so wichtig, dass ich genau weiß, wo was ist, denn jedes hat seinen Platz und alles, was ich habe, das will ich auch wissen, dass ich es habe. Ganz wichtiges Thema Ordnung. Aber Sauberkeit, da war ich, oder was heißt da war ich? Da bin ich immer noch der Meinung, dass viele das einfach zu weit treiben und sich von dieser Sauberkeit leiten lassen. Und dass sie sagen, oh, da ist was, das muss ich jetzt tun. Aber Sauberkeit ist meiner Meinung nach einfach eine Sache, die macht tatsächlich etwas zufriedener, wenn man in einer Wohnung ist, die komplett sauber ist, wenn es die Wohnung ist. Wenn man draußen in der Natur ist und das komplett sauber, da ist irgendwas suspekt. Wenn da nichts mehr wächst, dann könnte vielleicht irgendwie ein chemischer Unfall die Ursache dafür gewesen sein. Aber in der Wohnung ist es eigentlich ganz klar, wenn es da wirklich richtig, richtig sauber ist, dann fühlen sich die meisten auch wohl. So, aber das ist nicht das Thema heute. Ich wollte euch nur sagen, weil die einige von euch werden dann kommen und sagen, Christian, du hast mal gesagt, Sauberkeit ist nicht so wichtig. Nein, ist es auch nicht. Ordnung ist wichtiger. Nichtsdestotrotz fühlt es sich trotzdem schön an, wenn es auch mal sauber ist. Es geht nur vor allem darum, dass ich quasi meine gesamte Wohnung sauber gemacht habe. Und warum, Christian? Warum habe ich das gemacht? Und was könnt ihr daraus lernen? Ganz wichtig, und deswegen ist es auch ganz gut, dass ich das nochmal genannt habe, mein eigener Horizont war, ich brauche es nicht sauber und ich möchte auch nicht sauber machen, weil das kostet zu viel Energie. Und deswegen mache ich es nicht. So. Nun begab es sich, ich habe ein Fenster geputzt. Und dann hatte ich so das Fenster geputzt, weil mich dieses Fenster explizit gestört hat, weil ich möchte einen Tick mehr Licht durch dieses Fenster in meinen Raum hineinscheinen sehen. Und ja, und nachdem das fertig war, dachte ich, so um das Fenster drumherum, das sind so, ja, so Dreckflecken. Ach, die kannst du doch gleich mit wegmachen. Ach, das kostet ja keine Zeit, ne? Machst du die Dreckflecken weg. So. Dann habe ich die Dreckflecken weggemacht. Dann habe ich auf die Fensterbank geguckt, Mensch, jetzt hast du jetzt schon die Dreckflecken von dem Fenster weggemacht, da kannst du auch die Fensterbank einfach mal abwischen, das kostet ja keine Zeit. Und dann habe ich das gemacht, dann habe ich die Fensterbank abgewischt. Und dann habe ich das Fenster mir angeschaut, mein vollendetes Werk, das klare Fenster, die Fensterumrahmung und das, was dann halt, also die Fensterbank. Und dann dachte ich so, boah, das ist echt schön. Das ist echt schön. Mal das Fenster so nach, glaube ich jetzt, 3 Jahren, wie ich in der Wohnung lebe, mal wieder strahlen zu sehen, dass das Licht durchkommt. Und Licht tut uns ja allen gut. Und da war ich sehr, sehr zufrieden. Und just in dem Moment, wo ich mich zur Ruhe setzen wollte und mein Tageswerk, was die Sauberkeit angeht, vollbracht habe, habe ich nach rechts geguckt und gedacht, oh, da ist ja noch ein Fenster. Da ist ja noch ein Fenster. Und ja, und habe dann das Fenster sauber gemacht. Und dann natürlich schon, okay, mir gefällt dieses komplette Konstrukt und deswegen machst du das auch so. Ende vom Lied, ich habe dann alle meine Fenster in der Wohnung sauber gemacht. So, und da waren alle Fenster in der Wohnung sauber. Und dann war ich so zufrieden und glücklich und ja, und dann habe ich so auf die Ablage, wo ich Sachen zubereite, geschaut und gesehen, dass da so ein paar Krümel liegen, die mich explizit nicht wirklich stören, aber gedacht, es passt ja nicht mehr ganz so gut, diese Krümel zu diesen Fenstern. Und dann habe ich gesagt, okay, die Krümel schnell wegmachen. Gar nicht groß nachgedacht, die Krümel weggemacht. So, dann habe ich gemerkt, okay, das sind ein paar Flecken so auf dem Tisch. Ja gut, dann machst du die Flecken noch schnell weg. So. Ich brauche es nicht weiter auszuführen, auch wenn es ehrlich amüsant für den einen oder anderen klingt. Letztlich habe ich 5 Tage lang meine gesamte Wohnung gereinigt. 5 Tage lang meine Wohnung so richtig tiefengereinigt. Und da zählt auch dazu,
dass ich auch wieder im Zuge des Minimalismus viel aussortiert habe. Ich habe wieder mich von 6 Paar Schuhen getrennt und habe jetzt quasi ja eigentlich nur noch das Geschenk eines Users von euch, das ist der Alexander, an Schuhen, und zwar die Barfußschuhe, die er mir, die ihm nicht mehr gepasst haben, und er hat mir gleich 3 oder 4 Paar Barfußschuhe geschenkt. Also ich werde ihn immer, wenn ich die Schuhe trage, ist so viel Dankbarkeit, Alexander, falls du das hier siehst, das Video, nochmal herzlichen Dank. Und ja, und dann habe ich noch ein paar Schuhe, ganz spezielle Schuhe. Fußballschuhe, wenn ich Fußball spiele, dann habe ich noch ein paar Schuhe, die für Hallenboden geeignet sind. Falls ich irgendwann doch mal wieder anfange mit Tischtennis spielen. Oder was habe ich dann noch? Dann sind Spikes, die meine Schuhe dran machen kann. Und habe dann noch ein paar spezielle Schuhe, die alle in die Werkzeugkiste, also in die Werkzeugkiste, in den Werkzeugschrank unten hingetan habe, die sicherlich auch irgendwann mal überdenkenswert sind. Aber im Zuge dessen habe ich in den 4-5 Tagen, die ich hier rumrotiert bin, habe ich ja auch wieder minimalisiert, und dazu zählt auch den Boden herausgelegt. Ich hatte Korkboden, und das Problem bei dem Korkboden war, der, ich konnte mir nicht leisten, den gesamten Raum mit Korkboden zu legen, und ja, hatte nur so um die Sachen drumherum, dass man denken könnte, dass ein Korkboden drin ist. Aber letztlich nicht wahr, und ich habe da einfach Abstand genommen von der Schönheit und habe das einfach komplett raus. Habe jetzt diesen billigen weißen Standardboden, der hier drin war, der ist hier drin, aber es stört mich nicht mehr. Es stört mich nicht mehr, weil ich weiß, Schönheit ist konditioniert. Ich führe leider viel zu lange aus, merke ich gerade. Aber ich bin immer noch so in der Begeisterung drin, die ich euch mitteilen möchte. Und vielleicht hilft das auch dem einen oder anderen, der meine Begeisterung spürt für das, was ich euch sage, und für die Quintessenz, die vielleicht der ein oder andere auch schon erahnt, wenn er das auch spürt, dass er da eher das aufnehmen kann und sich erinnert an diesen langen Vortrag von Christian, der da ausgeführt hat, wie er seine Wohnung geputzt hat. Denn konkret, wenn wir von dem einzelnen kleinen Ding zu dem nächsten kleinen Ding geht, ist das ein kleiner Schritt. Und wenn wir dann zum nächsten gehen, ist wieder ein kleiner Schritt. Viele kleine Schritte, für die wir uns jeweils bewusst entscheiden. Wenn wir, oder wenn ich mir gesagt habe, so Christian, jetzt tust du die nächsten 4-5 Tage überhaupt kein Video mehr machen, sondern du räumst einfach nur nicht nur deine Wohnung aufräumen, die war ja aufgeräumt, sondern du machst deine Wohnung sauber, da hätte ich gesagt, nö, das mache ich nicht. Das will ich nicht. 4-5 Tage bin ich bekloppt. Für was? Ich habe ja nicht mal wirklich das Interesse dran. Klar, sauber sieht sicherlich schöner aus, aber nö, so richtig, nee, mache ich nicht. Und das ist genau der Punkt. Kleiner Schritt. Und dann entscheiden, okay, ich mache den nächsten kleinen Schritt. Und so funktioniert letztlich auch Marketing der Unternehmen. Die ködern euch mit kleinen Dingen und ja, und darauf aus, also auf dem aufbauen, zum Beispiel ein sehr, sehr preiswerten Produkt, was ihr sehr, sehr preiswert bekommt und was euch irgendwie Freude macht, bauen sie mehr Produkte auf. Das Beispiel ist zum Beispiel, okay, wir sind ja hier nicht im Deutschkurs. Wenn ihr eine kostenlose App runterladet, irgendein Computerspiel, das bereitet euch Freude, es hat einen sehr guten Preis, nämlich es kostet gar nichts, aber dann gibt es In-App-Käufe und damit werdet ihr geködert. Und ihr kauft dann, weil ihr das neue Schiff kaufen wollt in dem Piratenspiel oder die neue Blume in dem Gartenanbauspiel, keine Ahnung, auf jeden Fall, das ist die Politik der kleinen Schritte, und das müsst ihr auf euch anwenden. Ködert euch selber. Wenn ihr so in Gedanken habt, ich würde gerne meine Wohnung aufräumen oder ich würde gerne abnehmen oder so, irgendwelche kleinen Dinge, dann macht etwas ganz, ganz Kleines, was ihr definitiv schafft. Zum Beispiel, dass ich jetzt das Fenster putze. Das war eine kleine Sache, das weiß ich, das hat 2 Minuten gedauert. Okay, und dann geht es mir besser. Und alle anderen Sachen mache ich irgendwann später. Und beim Abnehmen könnte das zum Beispiel sein, ich habe zwar jetzt Hunger, aber ich warte jetzt mal 5 Minuten und esse erst dann. So, das ist ein ganz kleiner Schritt und ja, sorgt dafür, dass der Insulinspiegel unten bleibt, so denn ihr nicht gerade vor 2-3 Stunden noch was anderes gegessen habt, aber jetzt vor der ersten Mahlzeit zum Beispiel, dann hat der Körper doch 5 Minuten länger Zeit, um die körpereigenen Reparaturmaßnahmen durchzuführen und sich um Entzündungen zu kümmern. Da sind wir bei intermittierenden Fasten, und das ist etwas Positives. So, und wenn ihr 5 Minuten geschafft habt, dann sagt, ey, ich halte das noch 5 Minuten durch. Und so könnt ihr vielleicht, wenn das euer Ziel ist und ihr dem Wissen folgt, was dem zugrunde liegt, des intermittierenden Fastens, könnt ihr den Zeitpunkt der ersten Mahlzeit nach hinten verschieben. Und das lässt sich auf alles im Leben anwenden. Die Politik der kleinen Schritte, ködert euch selber. Das hat dann auch etwas, wenn ihr das schafft,
mit Lebensqualität zu tun, weil ihr generiert neurologische Netze, dass ihr einen Erfolg habt. Ich habe dazu schon ein Video gemacht, ich habe knapp 2000 Videos. Ich kann das nicht immer wieder selber herausfinden. Ganz einfache Möglichkeit, um zu schauen, ob ich ein Warspirit ein Video schon zu dem Thema gemacht hat, was euch interessiert, gebt einfach bei YouTube ein Warspirit und dann das Thema. Und dann seht ihr zu dem Thema, wo ihr hofft, dass ich schon ein Video gemacht habe, dass ich ein Video gemacht habe. Und zwar geht es darum, ihr generiert einen Erfolg. Ihr nehmt euch vor, ihr putzt das Fenster. Ihr schafft es, das Fenster zu putzen und ihr habt einen Erfolg. Und in euch speichert sich etwas ab, was euch in zukünftigen Situationen die Message gibt, ihr schafft das. Wenn ihr häufig etwas geschafft habt, was ihr euch vorgenommen habt, deswegen sollte man sich immer ganz kleine Dinge vornehmen und nichts Großes, dann habt ihr so das Gefühl, ich bin der Macher, ich schaffe das, was ich mir vornehme. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, das zu tun. Und wenn ihr ganz, ganz viele kleine Dinge macht und es immer schafft, dann habt ihr ein Gefühl von Erfolg. Und das kommt von innen heraus. Das ist selber anhand der neurologischen Netze, auch dazu habe ich schon ein Video gemacht, das ist selber generiert. Und ihr seid nicht abhängig davon, dass irgendjemand zu euch sagt, hey, ihr seid erfolgreich. Ja? Wenn ich in meinem Leben immer nur dann mich erfolgreich gefühlt hätte, wenn andere das sagen, dass ich erfolgreich bin, dann wäre ich in meinem halben Leben nicht erfolgreich gewesen. Aber so habe ich durch mein Leben hinweg, seit ich quasi aus der Schule raus bin, denn in der Schule hatte ich das nicht so gutes Mindset, seit ich aus der Schule heraus bin, führe ich ein erfolgreiches Leben. Ein erfolgreiches Leben, was ich als erfolgreiches Leben bezeichne. Und das macht mich glücklich und das macht mich zufrieden und das ist Lebensqualität. Und deswegen hilft diese Politik der kleinen Schritte nicht nur, dass ihr ein großes Ziel zum einen erstmal ja, ins Auge fasst und dann auch umsetzt und dann erreicht, sondern eben auch, dass ihr generell euch von eurer Lebensqualität her glücklicher und zufriedener fühlt. Und das ist so ein bisschen mein Appell an euch, dass wenn ihr ein großes Ziel habt, nehmt euch einfach mal eine ganz kleine Sache vor, die mit diesem Ziel zusammenhängt. Erreicht die und seid glücklich, dass ihr die erreicht habt. Es können ganz, ganz kleine Dinge sein, wie das beim Abnehmen. Wenn ihr das über das intermittierende Fasten machen wollt, 5 Minuten länger essen. Oder wenn ihr weniger essen wollt, dann macht eure ganz normale Zubereitung, schüttet, wenn ihr ganz normal euch vegan ernährt, also ich sage ja schon ganz normal vegan ernährt, also wenn ihr euch vegan ernährt und ihr macht Reis, dann schüttet den Reis rein, den ihr normalerweise reintut und bevor ihr das Wasser zugießt, nehmt ihr einfach einen Esslöffel Reis wieder raus und tut ihn in die Tüte. Dann habt ihr weniger gegessen und das ist ein Erfolg. Das sind die kleinen Dinge. Und wenn ihr das macht und es funktioniert, dann nehmt ihr vielleicht das nächste Mal 2 raus oder bei der nächsten Mahlzeit nehmt ihr wieder was weg, wenn ihr über diese Schiene geht. Oder ihr wollt generell mehr kommunikativer sein, ihr wollt generell eure Ängste bezüglich anderen Menschen abbauen, dann sagt einfach mal, nachdem ihr an der Kasse war, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Einfach so eine kleine Sache, macht das einmal. Nehmt euch das vor, das ist ganz wichtig, dass ihr euch das vornehmt und macht das, eine kleine Sache. Und da gibt es so viele Möglichkeiten mit dieser Politik der kleinen Schritte, eben diese 2 fundamentalen Dinge in eurem Leben zu verbessern. Einmal die Lebensqualität durch die neurologischen Netze, ihr werdet Macher, ihr werdet erfolgreich, ihr fühlt euch erfolgreich. Und eben das Ziel, das große Ziel, was ihr habt, was viel zu groß ist, um das für euch sofort zu erreichen, um das in kleinen Schritten immer da euch anzunähern und das dann auch tatsächlich irgendwann zu erreichen. Und ja, ich bin begeistert und ich möchte euch diese Begeisterung auch nicht vorenthalten, das habe ich auch nicht getan und hoffe, ihr könnt mit dieser Inspiration was anfangen. Wenn euch etwas einfällt zu diesem Thema, freue ich mich immer über Kommentare und natürlich auch immer, wenn jemand einen Daumen nach oben gibt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Tschüss.